Die gute Nachricht vorneweg, Alexei Nawalny ist auf dem Weg der Besserung. Der russische Oppositionspolitiker, der Opfer eines Giftanschlags wurde, fühlt sich wohl und sicher in Berlin, kann er auch. Russische Geheimagenten sind momentan ja alle damit beschäftigt, amerikanische Briefwahlzettel auszufüllen. Am Dienstag veröffentlichte Nawalny ein Foto bei Instagram und schrieb, dass er zum ersten Mal wieder einen Tag lang selbstständig geatmet hätte. Nawalny wörtlich: Selbstständig atmen ist ein unterschätzter Prozess, den ich nur empfehlen kann. Wahnsinnig nett, Herr Nawalny, aber selbstständig atmen, das schaffen die meisten. Denken, da wird's dünn. Und das führt uns direkt zu Donald Trump. Der hat diese Woche den Chef der US-Gesundheitsbehörde Robert Redfield als verwirrt bezeichnet. Jo, und nächste Woche wirft der Volkswagen-Boss den Wirecard-Chefs dann Betrug vor. Heidi Klum beschwert sich über die kieksige Stimme von Verona Poth. Und Dieter Bohlen meint, dass DJ Bobo echt beschissene Musik macht. Ganz normale Nachrichten im Jahr 2020. Dazu passt auch diese hier. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geht laut einer neuen Biografie davon aus, dass er vom Frankenherrscher Karl dem Großen abstammt. Lustig, rein phänotypisch hätte ich ja eher auf Pippin den Kurzen getippt. Oder Pudelbär, man weiß es nicht. Karl der Große, das ist für jemanden, der demnächst CDU-Vorsitzender werden will, natürlich eine große Nummer. Und ich habe extra mal recherchiert, bis wohin sich das Reich von Karl dem Großen ausgedehnt hat. Der Typ ist wirklich überall hingekommen, außer in die Gegend von Berlin. Aber das heißt ja nichts. Und damit zu Leuten, die dorthin gekommen sind, wo sie nicht hingehören. Es gibt einen neuen Rechtsextremismus-Skandal bei der Polizei. Entschuldigung, ich habe kurz gedacht, ich hätte aus Versehen den Text vom letzten Monat genommen. Oder vorletzten Monat. Oder vorvorletzten Monat. Und diesmal waren es Mülheimer Polizisten, die in einer Chatgruppe lustige Bilder von Flüchtlingen in Gaskammern und Geburtstagstorten zu Hitlers Geburtstag ausgetauscht haben. Jetzt ist das Ganze aufgeflogen, was bei vielen zur Bestürzung geführt hat, nicht zuletzt bei den betroffenen Beamten. Was denn? Die Chatnachricht war voll lustig. Mein Kollege hat mir sogar noch ein Bild geschickt von einem lachenden Mann mit Oberlippenbart. Das ist leider nicht übertrieben. Eine der Polizistinnen gab an, ein Hitlerbild in der Chatgruppe herumgeschickt zu haben, um ein bisschen für gute Stimmung zu sorgen. Vielleicht ein guter Tipp für Ihren nächsten Kindergeburtstag: Wenn der traurige Partyclown die Stimmung nicht so recht nach oben zieht, probieren Sie es doch mal mit Happy Hitler. Und mal wieder stellt sich die Frage, gibt es ein Rassismusproblem in unserer Polizei? Immerhin, sofort haben sehr viele konservative Politiker und Kommentatoren reagiert und haben entschieden gefordert, dass all die friedliebenden, ehrlichen und anständigen Polizistinnen und Polizisten sich von ihren extremistischen Kolleginnen und Kollegen distanzieren. Quatsch, das war nur ein Witz. Das mit dem Distanzieren, das müssen doch immer nur die Moslems machen. Das weiß man doch. NRW-Innenminister Herbert Reul zeigte sich jedenfalls schockiert und angewidert und entsetzt. Eine Studie über Rechtsextremismus in der Polizei, wie sie schon lange gefordert wird, will er allerdings nicht. Reul wörtlich: Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn Wissenschaftler jetzt eine Untersuchung machen. Ich sage, wir brauchen Fakten. Genau. Und Fakten kriegt man ja nicht von Wissenschaftlern, sondern von der abgerockten Wahrsagerfigur auf dem Sprockhöfler Schützenfest, oder was? Klar, man könnte jetzt sagen, wir brauchen keine Studie, wir brauchen keine härteren Maßnahmen, denn der Fall in Mülheim wurde ja schließlich auch so aufgedeckt. Das stimmt aber nur so halb. Die Nazi-Chatgruppe wurde nämlich nur deshalb entdeckt, weil das Handy eines Polizisten aufgrund einer ganz anderen Straftat untersucht wurde. Das ist so ein bisschen wie wenn du einen verschimmelten Apfel aus dem Obstkorb ziehst und in dem Moment springen aus der verfaulten Birne unten drunter 5 Kakerlaken und schreien "Sieg Heil!". Reul ist übrigens nicht der Einzige, der sich gegen eine Rechtsextremismusstudie ausspricht. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer ist gegen so eine Studie. Seehofer sagte aber immerhin, diese Vorfälle tun weh. Pff, Horst, dir tut das weh? Dir, dem weisesten, heterosexuellsten, konservativsten, christlichsten Heimathorst der Welt, gegen den sogar Heino als geheimnisvoller Exot erscheint und der in seinem ganzen Leben garantiert noch nie Polizeidiskriminierung erlebt hat und sie auch nie erleben wird, dir tut das weh? Oder vielleicht doch eher den Schwarzen und People of Color in Deutschland, die jeden Tag mit Racial Profiling zu kämpfen haben? Oder den eher linken Kabarettistinnen und Politikerinnen, deren Daten von irgendwelchen Polizeicomputern verschwinden und die kurz danach Drohschreiben vom NSU 2.0 bekommen? Tut das vielleicht doch eher denen weh? Das tut weh. Horst, du bist wie so ein Passant, der sieht, wie ein Obdachloser verprügelt wird, dazwischen geht und sagt: Ich wollte nur sagen, das tut auch mir weh. Tschüssi!
Tu mir einen Gefallen, Horst, wenn dir das so weh tut, dann geh in deinen Hobbykeller, wein ein bisschen auf deine Modelleisenbahn und dann komm wieder nach oben und lass das Problem endlich flächendeckend untersuchen und beheben. Wenn dir die ehrlichen und integren Polizistinnen und Polizisten, die es selbstverständlich gibt, so wichtig sind, dann hilf ihnen, indem du ihre rechtsextremen Kollegen entlarvst und entfernst. Klar, das könnte denen dann wehtun, aber ist doch nicht schlimm. Sie können sich ja mit lustigen Hitlerbildern trösten. Haha, der fröhliche Führer, I love it. Sorry. Kurz echauffiert, aber ist nicht schlimm. Ich mache einfach den Nawalny. Schönes Wochenende.